Abschnitt 95. Robin, flüsterst du. Ich sag's ungern, aber ich glaub, wir teilen unser Versteck hier unter der Spüle mit einem Langs. Mit einem was? Fragt Robin. Mit einem Langs. Einem Langs! Dein Flüstern ist jetzt zum Schrei geworden. Er ist wie ein Ghoul, nur noch schlimmer. Robin starrt dich an. Dann schüttelt er den Kopf. Allmählich bist du völlig durchgeknallt, ist mir bald zu viel. Er sieht aus wie eine Kartoffel, fährst du fort. Aber er hat messerscharfe Zähne. Robin muss dir einfach glauben. Ihr seid in höchster Gefahr. Feierabend, ruft Robin und stößt die Schranktür auf. Der Spaß ist vorbei. Weißt du was? Fügt er hinzu, während er unter der Spüle hervorkriecht. Ich habe deine Gespenstergeschichten sowieso nie geglaubt. Ich habe nur mitgespielt. Traurig siehst du Robin nach, als er aus der Küche geht. Du hast das Gefühl, eben deinen besten Freund verloren zu haben. Krächzt es da hinter dir. Du starrst in die grünen Augen, die jetzt noch größer aussehen als vorher. Hast du geglaubt, dass es ein echtes Problem war, von einem Geist verfolgt zu werden? Nun sollst du erstmal abwarten, wie es ist, mit einem Langs unter einem Dach zu leben. Ende. Für dich. Gut, ich weiß es ganz ehrlich selber nicht, was ein Langs ist. L-A-N-X. Muss ich selber erstmal googeln nachher. Ich weiß nicht, was das ist und warum dann Ende ist und warum das Hehehe machen kann. Aber es ist für dich Ende. Tut mir leid. Dann hast du leider ein paar Entscheidungen vielleicht falsch getroffen oder auch nur die letzte, ich weiß es nicht. Eher mehrere. Das ist hier schon so knifflig geregelt, dass man mehrere Sachen falsch hintereinander machen muss, damit man zu einem falschen Ende kommt. Oder hat eben alles richtig, damit man zum richtigen Ende kommt. Also man kann nicht einfach zum letzten, wo man hergekommen ist, hier jetzt in dem Sinne, zum letzten Video, was du davor gesehen hast, und dann einfach anders entscheiden. Nee, das geht nicht. Ja, das sind echt mehrere Entscheidungen, die man falsch treffen muss, damit das falsche Ende rauskommt. Und das ist wirklich echt gemein. Tja, ich weiß nicht, aber vielleicht probierst du es ja noch einmal. Schreib bitte vorher noch in den Kommentaren, wie du es gefunden hast, wie es dich ärgert, wie deine Meinung hierzu ist. Und vergiss auf jeden Fall keinen Daumen hoch und ein Abo, und dann sehen wir uns wieder bei Abschnitt 1 oder hoffentlich auch bei meinen anderen Let's Plays. Euer von Löher, Let's Plays als Hobby. Viel Spaß noch, auf Wiedersehen, tschüss. Thank you.